Servus, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Arg mit Voucher und mit dem Alterle. Leute, guckt euch das mal an. Was ein Getümmel, was ein Getöse. Ist der absolute Wahnsinn, oder? Hier volle Action. Wir wollen weiter, wir wollen weiter. Wir haben doch keinen Zeit-Voucher. Und hier fliegen die unbefruchteten Eier in der Gegend rum. Ist der absolute Wahnsinn. So, Leute, nochmal herzlichen Dank für die Kommentare und für die Likes unter dem letzten Video. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut und vor allem auch darüber, dass ihr mir nochmal genau erklärt habt, wie ich das nicht das Easter Event. Siehst du, jetzt hänge ich schon nämlich gedanklich wo ganz anders wieder. Ich habe das Event jetzt mal laufen mit dem Rex, den man da finden kann, im Besonderen. Ich traue mich jetzt gar nicht, mich umzudrehen. Und dabei kam auch die Info rüber, dass das Oster-Event wohl auch so gestartet werden kann. Wenn das wirklich so ist, machen wir uns vielleicht vorm Übergang zum Herbst nochmal Ostern. Gucken wir uns das auch noch an. So, Leute, ich habe euch zugeschaltet. Unsere Reise muss natürlich heute weitergehen. Da gibt es gar keine Frage. Wir werden uns am Rand des Vulkangebiets jetzt entlanghangeln. Ich suche uns jetzt immer mit dem Scout den nächsten Punkt, den wir anlaufen, fliegt dann so ein bisschen rum, schau, ob wir da sicher sind. Wenn Feinde sind, ziehen wir als nächstes den Rex nach, machen die Feinde weg und holen dann das Trupp nach, ne? Jetzt pass auf, so machen wir das. Das ist zumindest mal das Plänchen, das kleine Plänchen. Jetzt muss ich erstmal den Rex da runterholen, der hängt nämlich noch da oben fest. Lumlilum, was hast du geplant? Hast du irgendwelche Pläne? Ich meine, du kannst mit uns reden, Transporter, wenn es dir zu bunt wird. Diggerle, was macht denn der da? Ey, Alter. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, was ich nämlich jetzt überhaupt nicht gemacht habe. Ich habe das Event zugeschalten. Oh, ein roter Loot Drop. Das Event habe ich zugeschalten, aber nicht geguckt, ob jetzt hier irgendwo schon ein Rex gespawnt wäre, zufällig, ne? Pass mal auf. Ja, wir müssen jetzt hier runterhüpfen, geschwind. Wie war denn das? Ich kann jetzt praktisch so und dann. Jetzt habe ich mir selber Weg gemacht, aber am Rex ist nichts passiert, ne? Wieso hast du hier so einen roten Streifen, Alter? Ist das vom Sattel? Er hat noch Leben. Er hat ziemlich gut Leben noch. Also, dich hole ich dann gleich nach. Dann passt das schon mal. Ihr passt hier aufeinander auf, Leute, während ich ausscouten gehe. Mr. Scoutman, dreaming a dream. Wir scouten rum. Ich bin so froh, dass wir noch nicht alle Kombis haben. Ich habe nämlich das blöde Gefühl, wenn alle mittlerweile fast 170 Stück. Ich muss die Liste noch updaten, Leute. Ich komme ja gar nicht zum Updaten. So viele Namen, wie immer wieder dazukommen. Jo, wenn die mal alle da sind, glaube ich, dass der Server das nicht packt, beziehungsweise der Spielstand dann ruckelt ohne Ende. Könnte ich mir gut vorstellen, ne? So, Leute, jetzt ist natürlich die Frage, wo laufen wir denn am geschicktesten? Soll ich vielleicht am besten da unten lang gehen erstmal? Dass wir jetzt hier runterlaufen? Erstmal zum Strand, weil am Strand sieht man halt doch mehr ein, ne? Dass wir hier runterlaufen, Leute. Hier runter, dann rüber tatsächlich zum Spawnpunkt. Und da ist auch der eine, der das letzte Mal schon mir aufgefallen ist. Und das müsste ein Fleischfresser sein. Den können wir nämlich dann wegmachen. Und dann am Strand entlang. Jetzt pass mal auf, der rote Loot Drop, den holen wir uns jetzt. Hier den da. Den müssen wir auf jeden Fall wegmachen dann mit dem Rex vorher, bevor der uns in die Kombigruppe. Boah, da müssen wir einiges wegmachen. Guck mal. Da müssen wir einiges wegmachen. Ja, aber hilft ja nichts. Das machen wir. Ich will nur den roten Loot Drop jetzt und nicht später. Und dann gehe ich mit dem Rex hier einmal grob durch. Das wird schon. Oh, der ist ein roter, Leute, mit Ringel. Absteigen. Nicht lang rum überlegen. Alles rübernehmen. Da war ein Sturmgewehr drin oder irgendwas. Ein überragendes Sturmgewehr, Leute. Wir haben eine überragende Waffe gefunden. Parenga und Katsenga. 200. Oh, ich glaube, die ist gut, oder? Ist die gut, Leute? Lohnt sich's für die Muni herzustellen? Chitin und Visier. Der Großvisier ist jetzt unser. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt nicht lang rum. Ich gehe jetzt mit dem Rex, ich mache jetzt hier komplett frei. Wir werden ungefähr bis zu diesem schwarzen Felsen kommen, würde ich sagen. Also nicht heute in der Folge, sondern jetzt erstmal mit der ersten kleinen Runde. Und dann werden wir uns hier so durcharbeiten, bis da vorne ans Gestein. Ja, das machen wir jetzt. Ich muss halt aufräumen, ne? Auf geht's, Alterle. Woo, are you ready to bounce? Are you ready to bounce? Wir müssen das schaffen, Leute. Wir müssen das schaffen. Backup ist wieder angelegt. Ich kann natürlich jetzt sein, auch hier nochmal den Hinweis, wenn das Event jetzt wirklich gestartet ist. Ich habe es in die Startoption reingeschrieben, wie ihr es mir geschrieben habt. Copy-Paste. Wenn das Event da ist und ich in so einem Knochenhaufen rumstehe und den mal wieder nicht sehe, gerne einen Hinweis, dass ich mal hinschauen kann nochmal an die Stelle. Dann weiß ich nämlich nach, was ich suchen muss. Im Moment habe ich es zwar gesehen schon, wie so ein Kackerhaufen aussehen soll, aber ob ich das immer gleich finde. Ich würde ja auch, am liebsten würde ich ja da hinten durchgehen. Das sieht mir ungefährlicher aus wie am Strand gerade bei den ganz vielen. Aber hier sind doch dann eher Romantisse, oder? Romantisse. Ein Romantis. Also falls wir jemals einen Mantis zähmen, wird er Romantis heißen, der erste, ne? Ist klar.
So, und wenn ich jetzt bis hierher die ganze Truppe ziehe, ich meine, hier ist doch feindfrei, hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Doch, da vorne geht's dann los mit Atopulera. Ne, ne, hier sind mal viel zu viele Giftspucker und so. Wir gehen am Strand entlang. Wir müssen die sichere Keule halt schwingen, Leute, bis wir drüben sind, ne? Lalalila, lalalala. So, und jetzt verlassen wir tatsächlich auch ein bisschen die Komfortzone, indem ich einfach nur alles abfliege. Weil jetzt machen wir nämlich hier einen kurzen Zwischenstopp. Parenga. Switchen um auf den Rex. Und gucken nochmal. Hier ist alles soweit frei. Hier werden wir jetzt durchlaufen. Genau, hier Kerzen gerade. Ich guck mal. Mach mal die Palmen weg, Rexi Maxi. Alles wegbeißen. Das spawnt bei mir sowieso schnell wieder nach, das Zeug. Mach mal frei. Vielleicht kriegen wir es ja einigermaßen frei. Ja, es ist halt schon... Was haben wir denn jetzt hier unten, Leute? Guck mal. Ich habe unten ein Symbol. So, da wo normalerweise steht, wenn einem kalt ist. Ist es ein Anzeichen dafür, dass das Event ist? Weil es steht nichts drin. Wow, und ihr habt geschrieben... Da hat was gequietscht. War das der Otter? War das der Benno? Das war bestimmt der Benno. Ich habe gerade das Gefühl, nicht, dass das Event jetzt hier dann doch nicht aktiv ist oder dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe das Symbol noch nie gesehen, ohne dass was drin steht. Mach das auch noch weg. Da vorne ist ein Gallimus, der stört uns eigentlich relativ wenig. Ich muss hier... Da vorne geht's los. Komm, die machen wir jetzt alle weg. Yeah. Der hier muss doch weg, oder? Es ist ein Böser. Und der Dodo muss leider mit dran glauben, weil so genau kann ich es nicht auseinanderhalten. Oh, der hat aber Power hier, der junge Mann. Guck dir das mal an, Leute. Alter, das sind ganz viele. Das war nur ein 50er Megalania. Und der hat so eine Action hier gemacht. Rex, hau rein. Mach das alles weg, was ihr hier findest. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Lalalida, lalalala, lalala. Megalania, Megalania, Megalania. Hey, wenn die so viel aushalten. Ich meine, die kämpfen hier gegen einen Rex, der gar keine schlechte Werte hat eigentlich, ne? Guck mal es an, guck mal es an. Da müssen wir jetzt aber ganz genau gucken, wenn ich hier runterkomme gleich mit den Viechern. Da darf keiner mehr übrig sein, der frisst die Kombis zusammen. Was sind das hier? Ist das vielleicht so ein Rexhaufen? Benötigt Werkzeug. Stein und Feuerstein. Metall. Nö, ist ganz normales Ding. Das hat mit diesem Event nichts zu tun, gell? Okay, weiter auf den Rex. Wir müssen noch weitermachen. Wir sind hier noch lange nicht sicher. Wo habe ich gesagt, gehen wir dann lang? Wir laufen jetzt hier unten durch. Bis zu diesem Stein. Doch, bis hierher wollte ich kommen heute, ne? Und da ist aber noch ein Megalania gewesen. Hier. Welches Level hat denn der Brondo? Das kann sein, dass ich den leider mit wegmachen muss. Und 130er. Den mache ich auf keinen Fall weg. Den machen wir auf keinen Fall weg, Alterle. Vielleicht kann ich. Der lässt sich da von dem knabbern, oder was? Komm mal her, ich probiere den mal wegzulocken hier. Jetzt hat er mich. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Rennen, Alter, rennen. Auf der Rex drauf und beiß, 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 beiß. Den Bronto werden wir zähmen, Leute. Das ist ein 130er. Nicht jetzt gleich, aber das wird einer unserer Brontos werden, glaube ich. Den haben wir nämlich jetzt A gerettet. Und vor allem B. Mein Alterle hustet. Der hat noch nie gehustet. Was hast denn du jetzt? Megatollwut. Megatollwut. Und ich weiß nicht immer, wo meine Heiltränke sind. Ich hoffe, die Megatollwut. Dickerle, ess, trink. Der muss jetzt bestimmt irgendwelche Bären futtern. Schafft er das? Überleben wir das? Dickerle, das hat er Megatollwut. Toll. Ja, Wut. Toll, Wut. Ach, das werden wir schon überleben. Jetzt haben wir uns schon eine Tollwut eingefangen. Ich guck gerade mal, wo wir jetzt hier gleich die ganze Meute hinziehen. Hier so rein? Ich weiß nicht. Wir dürfen jetzt halt nicht so lange dann hier ausrasten. Ausrasten. Erinnert mich ans Ausrastereck gerade, wer es noch weiß. Digga, du verlierst hier voll Leben. Ist was? Hol dir mal ein bisschen Wasser nach noch. Ja, 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 du bist krank, Alter. Aber wir können nicht heimgehen einfach. Ist nicht drin. Ich glaube, das passt hier. Ich glaube, bis hierher, Leute, gehen wir. Was haben wir denn da unten? Guck mal, der stirbt mal fast, oder? Bis hierher, würde ich sagen. Ich habe vergessen, den Vogel anzuhängen, merke ich gerade. Da muss ich laufen, geschwind. Wir laufen jetzt einfach geschwind.
Weil, wenn ich jetzt angegriffen werde, dann hat es eh keinen Wert, dass ich hier... Hallo? Pfeile nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Okay. Nächstes Mal hänge ich den Vogel an, ne? Ist klar. Damit wir zurückfliegen können, dann geht's schneller. Ich will die Tiere auch nicht unabhängig voneinander getrennt so lange alleine lassen, ne? Aber wir müssen ja hier gucken, dass wirklich alles feinfrei ist. Und vor allem muss ich den Alderle noch futtern lassen. Mit seiner Tollwut. Mache ich schon nicht mehr, so Megalania da angreifen. Gleich infiziert, ne? Noch nicht wirklich viel gemacht. Wo sind jetzt unsere Tiere da oben? Ist schon irgendwie geil und aufregend. Ich glaube, der Titano ist nicht weit weg von uns. Guck mal, der glitscht da oben rum. Habe ich es nicht noch gesagt in der letzten Runde, dass der eventuell gefährlich werden könnte? Einhorn? Wir gucken, dass wir hier wegkommen. Alle dabei, ne? Alles klar. Hier runter. Ich muss halt den Weg gleich nochmal abfliegen. Oh, stopp, ich habe den Stumpen vergessen da oben. Den müssen wir auch mitnehmen. Den müssen wir auch mitnehmen. Ich will kurz gucken, was bei dem Titano da oben los ist. Der kämpft doch, oder? Ah ne, der klettert. Der klettert. Machst du einen Aufriss beim Klettern, Diggerle? Okay. Jetzt tue ich uns selber mal den Gefallen. Jetzt machen wir es nämlich so. Dann hänge ich den ans Einhorn. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Aber dich könnte ich doch schon mal mit Leben vollpullern, oder? Vollpullern, ja. Jetzt. Der Voucher hat das Einhorn voll gepullert. Sau. Stumpen. Wieso geht denn das nicht? Jetzt habe ich ihn, gell? So, da laufen wir jetzt runter. Ja, wir müssen ja irgendwie dahin. Sind alle da? Hast du gesehen? Die Paraseer reißen auch die Bäume weg, ne? So, hier durch. Da darf jetzt halt kein Megalania kommen oder irgendwas, sonst kann ich das Backup rausholen, ne? Aber wir haben die ja jetzt weggemacht, die ich gesehen habe. Also, ich muss jetzt nur gucken. Tiere sind noch alle da. Ich fliege auch gleich natürlich die Stelle nochmal ab, ob wir wirklich alle erwischt haben. Ich würde sagen, wir gehen hier runter. Hier gehen wir an den Strand ein Stück und dann links rum, ne? Jetzt haben sich die da hinten ein bisschen aufgehängt, die zwei. Ich muss das kurz regeln, das bringt ja nichts. Ah, sie kommen, ist alles gut, Leute. Ich habe auch das Gefühl, dass sind noch alle Tiere da. Ich sehe keins, das irgendwie nachzügelt. Der Gallimus da vorne, der da so ein bisschen rumbackt gerade, gell? Ja, ja, ja. Alles gut, wir machen mal kurz K rein, dann sehen wir es mal von weiter oben, wie sowas aussieht. Sehr schön, K wieder raus. Jetzt wird es dunkel, hau die Fackel raus, mal ein bisschen was sehen. Die Fackel. Bringt gerade nicht viel. Wo habe ich denn den Rex abgestellt, Leute? Guck mal, hier gehen wir durch. Ist der gerade wild? Nee. Da ist ein Megalania, scheiße. Und da vorne ist aber unser Rex, oder? Ja. Okay, Leute, es geht jetzt nicht anders. Wir holen uns, glaube ich, nochmal Tollwut, wenn wir Pech haben. Habe ich ihn gepult? Ja, hol mich hoch, hol mich hoch. Hol mich hoch! Rex, was ist denn heute los mit den Tasten, Alterle? So, die Tiere sind zusammen. Siehst du, den habe ich schon übersehen. Oh, da ist gerade was aufgetaucht. Ich glaube, da ist ein Eventspot aufgetaucht, Leute. Megalania ist tot. Hier, ne? Fossil, genau. Ja, da haben wir die ersten Fossilien, Leute. Vom Event. Voucher, immer wenn du so eine Fossilie findest, ist ein T-Rex in der Nähe. So, pass auf. Ich hole die Viecherlin hier ran. Ah, hier ist noch einer. Oh, vielleicht kriege ich was gebastelt, Leute. Ein Skin oder so für uns. Wir sammeln das ein, ja? So, ich muss gucken, ob die alle da sind. Erstmal geht ihr zum Rex jetzt vor gleich. Wo ist denn der? Vorne. So, wir müssen hier auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen hier Rast, Leute, bis es wieder hell ist. Ich kümmere mich jetzt gleich drum, dass der Stumpen hier, den muss ich jetzt erstmal wieder auf Defolgen machen. Fackel raus. So. Also, wir fliegen jetzt ganz kurz die Stelle hier ab. Da ist wieder eine Tasche, nicht, dass da mal irgendwann was drin ist. Jo, ich würde sagen, nö, aber die Steinpfeile nehme ich mit und das hier wieder. Der Rest ist mal erstmal wurscht. Also, komm, Alter, in der Nacht sehen wir auch ganz gut, wenn ein Tier hängen geblieben ist. Hier sind jetzt auf jeden Fall die Großen alle. Einhorn ist da, die zwei Paras, also links und rechts sind da, Rexona ist da, die Kombis. Es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel an Kombimaterial da. Dann haben wir Mary und Barry.
Mary Berry sind da und die zwei Flieger, die sind auch noch da. Die Bären sind auf jeden Fall auf Helfen, falls da nochmal jetzt was spawnt. Hier ist noch eine Tasche, aber die habe ich, glaube ich, vorhin schon durchgeschaut. So, Fackel raus. Ne, lass sie mal kurz weg. Ich sehe es im Dunkeln echt besser, wenn irgendwo noch ein Tier hängen wird. Ich drücke natürlich jetzt hier H, fliege nochmal den Kamm hoch, weißt du? So habe ich mir das immer vorgestellt. Wenn ich nämlich jetzt H drücke, sehe ich ja, wenn ein Pfeil aufblinkt, falls wir ein Tier irgendwo verloren haben würden. Ist aber nicht der Fall. Ist nicht der Fall, Leute. Ich glaube, wir haben alles gut gemacht. Hier nochmal H gedrückt. Ist alles in Ordnung. Alle Kombis noch da. Ich werde natürlich später einmal durchzählen, wenn wir angekommen sind. Und wenn dann ein Tier fehlt, werde ich auf jeden Fall dieses Tier suchen gehen. Ich habe ja keine rote Meldung bekommen. Da passt ihr natürlich so ein bisschen mit auf mit roten Meldungen. Was ich jetzt natürlich gesehen habe und wo ich jetzt auch nicht stehen lassen werde, sind die Kristalle hier links. Die schnappe ich mir schon mal, weil wollten wir eh farmen, ne? Können wir gleich ein paar mitnehmen. Es ist eh Nacht, Leute. Wir haben nichts vor. Und wir haben die Gegend ja hier recht frei gemacht. Was soll da jetzt passieren? So, wie viel Uhr haben wir? Perfekt. Perfekt zuckt da der Watcher, oder? Perfekt zuckt. Wenn er perfekt zuckt, ist immer gefährlich. Da waren nur noch mehr. Wir müssen es ja nicht übertreiben jetzt. Da hinten sind noch wer. Ist da wieder so ein Rexböbel? Nee. Ich nenne ihn jetzt Rexböbel, ne? Diesen fossilen Brennstoff, seit dem fossilen Fund. Hier den Homo uns auch. Steht ja auf der Farmliste, ne? Kristalle, Leute. Deswegen nehme ich die jetzt gleich mit. Da war noch einer. Der Mond ist aufgegangen, macht euch keine Bangen. Hier ist alles safe, weil wir dafür gesorgt haben. Hoffentlich haben wir alles richtig besorgt. Ich traue ja nicht. Ich traue ja nicht. Ich übersehe ja gern mal was, ne? Den nehmen wir auch mit. Und dann dürfte es auch schon fast hell sein. Falsche Dings, du musst die hier nehmen. Leute, dieses Zeichen da unten, dieses Buff-Zeichen ist etwas seltsam, muss ich sagen. Okidoki, zurück zum Trupp. Guck mal, wie das geil aussieht da hinten. Machen wir die Fackel weg. Im Dunkeln, du hast dich verirrt hier im Dschungel. Du weißt nicht, wo du bist. Und dann kommst du hier lang und denkst, oh, eine Karawane. Die Koko-Karawane ist da. Parenga und Katsenga. Ich finde es auch gut. Bis jetzt sind wir recht gut vorangekommen, finde ich. Aber es war auch noch nicht wirklich fordernd. Da vorne läuft wieder ein Megalania. Dreh um, dreh um, dreh um. Mach die Fackel raus. Da ist doch gerade einer gespawnt. Hier. Gibt es denn so viel Elend? Wieso spawnten ihr hier so schnell nach? Die greifen mich aber nicht an, habe ich gemerkt, ne, wenn ich nur rumlaufe. Aber ich traue halt nicht, dass die irgendeine Mechanik haben, mit der ich wieder nicht zurechtkomme. Ja, machen wir hier einen kleinen Ausflug. So ein Mini-Pinny-Ausflug. Ja. Knurr, mein Freund. Knurr, mein Großer. Knurr! Geile Geschichte. So, wir scouten jetzt gleich wieder eine Runde vor. Viel weit sind wir noch nicht gekommen, gell? Wir sind gerade vom Hang ein Stück runtergelaufen. Aber ist mir egal, wie lange das dauert. Wenn es nachher am Ende mit Erfolg geklappt hat, bin ich zufrieden. So. Ich würde sagen, mit ein ganz kleines bisschen Glück sind die alle safe. Wie viel hatten? Ist so ein ungeskilltes Kombi. Es Kombi, sag ich schon. Hier der Ulf zum Beispiel, ne? Ja, 300 Leben ist halt nicht viel. Vielleicht hätte ich die alle vorher skillen sollen. Falls ich ein Backup einspielen muss, weil uns irgendwas nicht gelingt, Leute, werde ich alle Kombis auf Leben skillen. Ist mir dann egal. Sind ja nicht viele Punkte. Der Ulf hat jetzt 3 Skillpunkte bekommen, Alter. Der will ja aber was hören jetzt heute, ne? So, Rümpfler, alles klar. Der powert sich hier aus. Ne, jetzt geht's weiter. Hier, guck mal, da ist wieder ein, so ein Fossiler. Bup. Ja, sie wiegen ja auch bloß 10 Kilo. Super. Hä, wieso verschwindet der nicht im Nirvanale? Okay. Okay, die werde ich wahrscheinlich dann, wenn wir die Kombis in Sicherheit haben, werde ich das wahrscheinlich dann angehen, das Thema hier. Weil jetzt wegen jedem absteigen. Wo ist denn der Vogel? Da. So, Stumpen. Jetzt pass auf. Wir zwei machen jetzt den nächsten Weg klar. Lego mio. Kurzer Moment. Ich bin zu schwer für den Stumpen. Wegen den Knochen wahrscheinlich. Wegen dem ganzen Zeug jetzt hier, ne? Dann haut das alles mal darüber. Die Tiere sind momentan noch sehr gut belastbar. Das Sturmgewehr. Sehr schön. Da freue ich mich drauf, wenn wir das in Angriff nehmen. Nee, falsches Tier. Hier geht's weiter. Also, meine Lieben, wir müssen uns den nächsten Weg raussuchen. Wir müssen ja hier durch. Boah, das ist schon noch ein scheißweites Stück, merke ich jetzt gerade erst. Da vorne ist ein Vogel im Wasser, der stört mich wenig. Oh, ist das ein weites Stück. Wenn ich das so mache, brauchen wir ewig. Ja, aber ich würde sagen, wir fliegen hier durch. Machen mit dem Rex schön sauber. Dann können wir mit den Kombis bis da vorne hin
Was haben wir denn hier? Der nächste Megalania, ne? Wie viel Grad haben wir hier? Nicht, dass uns da irgend... Oh, guck mal, hier ist auch ein Mantis. Okay, da müssen wir jetzt mit dem Rex. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Oder kann ich hier entlang am Wasser? Nee, das mit dem Wasser hier bringt gar nichts. Wir müssen am Rand entlang, aber dadurch. Der Rex muss sauber machen. Hilft jetzt erstmal nichts. So, Rexi. Wir räumen auf. Stumpen nehmen wir den mit. Den nehmen wir mit. Der Rex beißt ja gut. So, dann geht's hier durch, Leute. Schade, dass das gerade so ein bisschen schattig ist. Das sehe ich nicht alle Tiere, nämlich. So. So ein ganz kleines bisschen Panik habe ich natürlich schon. Dass da jetzt irgendwo was noch rausschnallt später, wenn ich mit den Kombis ums Eck komme. Ist das da vorne ein Diplo, der da irgendwie kämpft? Oder ein Brondo? Mach das alles mal weg, dass man ein bisschen was sieht, genau. Irgendwas kämpft gerade gegen uns. Ein Parasaurus. Oh Gott. Den habe ich noch nicht mal gesehen und der ist ja nicht gerade klein, ne? Dann gehen wir hier durch. Hier ist ein Brondo. Welcher ist das? Das ist der 130er. Der kommt aber auch gut rum. Siehst du, der kämpft hier gegen so ein Megalania gerade. Gegen zwei Stück. Ich könnte natürlich jetzt die Gunst der Stunde vielleicht versuchen zu nutzen, indem ich dann hier einfach vorbeilaufe, wenn die hier kämpfen. Da ist ein Skorpion, den mache ich jetzt gleich mal weg. Und Spinnen, jetzt geht's los. Kämpf einfach, Digga. Hänge ich gerade irgendwo drin? Den haben wir weggemacht. Und wo ist die Spinne? Hier schmeißt sie ihre Spinnennetze. Hier ist ein Skorpion. Boah, ich überlege gerade, ob man nicht einfach irgendwie so Kamikaze-mäßig kurz durchrennen. Ist hier auch noch eins? Ich sehe keine Feinde mehr im Moment. Ich weiß nicht, Leute, das sieht mir alles nicht so gesund aus. Ich laufe mal hier noch durch. Ich brauche halt eine schöne Stelle, wo uns wirklich nichts passiert. Das ist ein Dungbeetle, der stört mich wenig. Wo hängst denn du jetzt, Rex? Ja, beißt das alles mal weg. Vorne ist ein Mantis. Schlangen hat es hier, die machen wir jetzt weg, die zwei Tiere. Drei. So. Jetzt haben wir mal ein paar an der Backe. Hau natürlich hier rein, so gut ich kann. Der Rex ist aber fit, der hat ja genug Leben, ne? Das war nicht das Problem, das wusste ich ja. Aber, wenn ich eins von denen übersehe und die in die Kombi-Brut reingehen, haben wir ein Problem. Ach, die Schlange hat die Knockback-Effekt? Glaube ich ja nicht, das kleine Ding. Hier. Der muss auch weg. Und dann muss ich den Rex gleich ausräumen. Komm, stirb, Alterle. Wie das jetzt gerade wackelt hier. Ist aber nicht gerade ein Vulkanausbruch, oder? Leute, komme ich hier bis hier hin? Schaffen wir das bis hier heute? Sollten wir eigentlich packen. Aber ein Tier habe ich, glaube ich, übersehen. Das ist schon noch ein Stück weg. Wow, Leute, jetzt bin ich gerade aufgeregt, ganz extrem. Ne, weißt du, was wir machen? Jetzt habe ich ja frei gemacht. Wir laufen jetzt hier mit denen zurück und gehen dann geschlossen mit dem Rex. Wenn was nachspawnt, haben wir die Kappe auf. Aber pack dir mal ein bisschen was raus hier. Der braucht nicht so viel Fleisch. Der braucht eigentlich auch nicht so viel Leder, das habe ich nämlich woanders schon eingelagert. Und ich kann ihm einmal Gesundheit, mache ihm einmal auf Nahkampf, Ausdauer und einmal auf Gewicht, dass er so ein bisschen Allrounder wird halt. So, hier kämpfen wir uns jetzt nochmal durch bis zur Truppe und dann schnappen wir alle und müssen uns hier irgendwie durchbeißen. Das wird jetzt das erste Mal wahrscheinlich holprig. Wenn wir so ein Stück jetzt hier durch sind gleich, dann werden wir auch die pausieren und beim
bei der nächsten Folge dann weitergehen, ne? Boah, guck mal, was hier los ist. Oh, warte, das sind alle an dem Brondo. Und wenn ich den Brondo jetzt auch noch mit wegmache. Ich beiß einfach mal rein. Vielleicht kriege ich es hier ausgedünnt, weil die machen uns mit Sicherheit gleich Ärger. Hat der Brondo jetzt Aggro? Ich hoffe es nicht. Ist doch gar kein Brondo, oder? Das ist doch gar kein Brondo. Was haben ich heute für einen Blick? Doch, doch, es ist einer. Ja, der ist jetzt Aggro auf uns. Schade. Ich beiß ihn jetzt halt einfach mal kaputt, oder? Beziehungsweise, vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich abhau. Vielleicht lässt er... Nee, ne? Ich glaube, der kämpft jetzt so lange, Leute. Aber ich kann ihn hier durchlocken. Vielleicht kann ich ihn hier durchlocken, dass er so ein bisschen hilft, sauber zu machen. Boah, ich habe so Angst, jetzt die Tiere hier reinzuziehen. Das ist der Hammer. Naja, der Brondo ist immer noch sauer. Das ist eine holprige Scheiße. Hinten ist schon wieder ein Skorpion. Ich mache hier auch noch sauber. Boah, ich bin gerade am Überlegen, Leute, ob wir jetzt erstmal nur sauber machen gemütlich. Herr Brondo hat nachgelassen. Guck mal, genau hier will ich ja die Tiere hinziehen. Skorpion, ne? Alter, hier durchkommen, das wird knacki-macki. Der Skorpion hört jetzt auch nicht auf. Scheiße, der Wendekreis. Ah, dann lauf rückwärts. Gott, ist der Rex ungelenkig. So. Welches Level hat denn der, dass der nicht kaputt geht? 135. Da kommt der nächste. Den machen wir jetzt auch noch weg. Wenn hier wenigstens irgendwo eine Stelle wäre, wo ich sage, hier hin, dann sind wir sicher, ne? Guck mal, direkt schon wieder was nachgespawnt. Ich kann ja auch mit denen schwimmen, aber da habe ich echt ein bisschen Panik davor. Aber die ganzen Dinos, die hier nachspawnen, die sind auch nicht viel besser. Bis hierher würde ich gerne kommen. Da ist wieder so ein Knochenteil auf dem Boden. Alter, und welches Level die haben. Komm, wir gehen mal zurück, ob die Karawane überhaupt noch lebt. Hier wird's bescheuert. Hier werden ganz viele Tiere stecken bleiben. Wir können mal ganz kurz noch das Wasser abchecken. Vielleicht kann man doch rüberschwimmen irgendwie. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße, oder? Oh, Leco Bio, Leute. Das wird nix hier, so man geschwind eben macht. So. Jo, guck mal, die spawnen gerade nach, wie ich hier weglaufe aus dem Renderbereich. Das hat schon mal keinen Wert, voraus zu scouten. Das geht hier nicht an der Stelle, ne? Können wir vergessen. So. Müssen wir so machen. Jetzt hoffe ich, dass ich die Tiere finde. Wir müssen die jetzt halt dranhängen und dann zusammenlaufen, einfach ein Stück. Bringt nichts. Guck mal, hier ist der nächste. Hat übrigens eine schöne Farbe hier, ein heller. 20er aber nur, ne? So, wo sind jetzt bitte unsere anderen Tiere? Bin ich so weit vorausgelaufen? Boah, das hätte ich nicht gedacht. Das wird nicht ohne. Ein Dodo? Da vorne sind sie. Den Rex muss ich jetzt nochmal abladen. Der ist nämlich am Ende. Das lass mal drin. Du brauchst nicht so viel Fleisch. Du brauchst auch nicht so viel Chitin im Moment. Sieht es jetzt ausgewichtstechnisch? Okay. Leute, es hilft nichts. Wir müssen jetzt noch ein paar Meter zusammengehen. Und an der Stelle... Ey, der Vogel. Der Vogel muss hier weg. Ich hänge nämlich die ganze Zeit am Vogel und nicht irgendwie am Stein oder sowas. So, pass auf, Vögelchen. Du bleibst hier. Es war klar, ich habe mehr Erfolg gehabt. Nein. Wieso hat er den jetzt runtergeschmissen? Stumpen auf Einhorn. Benno wieder eingesammelt. Die ganze Truppe hier. Schnapp ich mir jetzt mit dem Rex, indem ich das Einhorn hole. So. Und jetzt gehen wir den Weg gemeinsam. Da ist wieder einer. Aber in dem Moment, wo ich doch jetzt hier den anbeiß, hat er Aggro auf den Rex, ne? Dann macht er unseren Kombi nichts. Die sind ja auf Passiv. Dann werden wir es so machen. Wobei jetzt hier halt... Lieber kleine Stücke Weg gehen, Leute. Und immer wieder mal gucken, ob noch alle da sind, ne? Und immer vor allem gucken, ob irgendwo ein Feind auftaucht, der plötzlich in die Kombi-Armee reinhüpfen könnte.
Seht ihr das Zittern jetzt? Das passiert bei mir, so, wenn ich ein paar Bäume wegmache mal hintereinander, dann fängt es bei mir an zu zittern, das Spiel. Aber er skillt recht gut dadurch, ne? Da will ich jetzt noch durch ein Stück. Ja, freu dich, deine Skillpunkte, die können dir allein, Alterle. Sind noch alle Tiere da? Ich nehm's mal an. Seht ihr das, wie das dann so zittert? Das habe ich damals auf Operation auch gehabt, als ich geskillt habe oben am Fluss. Habe ich auch über die Bäume mit weggebissen und alles, dass es schnell geht mit den Skillpunkten. Und dann hat es irgendwann so gezittert, das kam das Spiel nicht mehr hinterher mit dem Rechnen. Ich höre keine Tiere, ich sehe keine Tiere. Hier scheint es feindfrei zu sein. Allerdings muss ich ganz kurz zurückscouten, Leute. Gucken, ob wir aber wirklich alles haben. Da vorne ist, glaube ich, gerade eines gewesen, ein Tier. Gucken wir gleich. Okay. Ja, dann machen wir halt ein bisschen länger heute. Wo ist denn jetzt der Kollege hier? Der Flieger. Flieger, mein Freund, komm mal her. Jo, hier ist er. Nee, nee, Stumpen. Stumpen. Komm, ich kann dich doch nicht jedes Mal wegpfeifen wieder. So. Ich flieg zurück. Ich schaue, ob uns irgendein Tier abhanden gekommen ist. Zwei Flugtiere sind noch da, zwei Bären sind da, Einhorn links und rechts ist noch da, jede Menge Kombis. Und ich sehe hier kein Kombi, der zurückgelassen wurde, Leute. Ne? Hier ist keiner, der zurückgelassen wurde. Ich glaube, das hat wunderbar geklappt. Ja, ich gehe davon aus, weil wir laufen ja wirklich gute Wege ganz gezielt. Hier hat es übrigens jede Menge von den Knochen. Da müsste ich jetzt echt mal gucken, wo ich das Kindzeugs baue und was es alles braucht dafür. Ne? Fliegst du zum Einhorn? Ja. Wir machen noch ein paar Meter, Leute. Stopp, da ist eine Tasche vor uns. Eigentümer Mantis. Och, das haben wir alles so Zeug, das brauche ich nicht einsammeln. So. Hier entlang. Ja, ich glaube, so ist gescheiter. Wenn ich vorfliege, bringt es ja nichts, wenn ich auf dem Rückweg schon wieder neue Tiere dadurch spawnen, ne? Wir machen das so. Wir müssen hier rüber. Alle noch da. Sieht gut aus. Hier alles schön wegbeißen, Rex. Dafür bist du prädestiniert, mein Freund. Dann hier vorne entlang. Die Paras reißen aber die Bäume ja auch mit um. Ja, die laufen wirklich halbwegs sauber hier überall drüber, ne? Hier will ich durch. Sieht jemand irgendwas? Ich bin tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit wieder so ein bisschen angespannt, ob was schief geht, ne? So, komm bis da vorne, bis zu dieser Quergabel will ich auf jeden Fall kommen. Dann, da hinten wird gekämpft. Da hinten wird gekämpft. Ich habe gerade eine gelbe Zahl gesehen. Aber keine rote, ne? Haben die Bären das erledigt? Barry Mary, alles klärle. Vielleicht war es was Kleines. Vielleicht Trampelschaden vom Paraseer oder sowas. Ich muss immer wieder nach hinten gucken auf jeden Fall, ne? Da ist eine Spinne, die muss weg. Da ist ein Mantis, der muss weg. Jetzt kann es eventuell schief gehen. Araneo ist tot. Mantis ist tot. Keine roten Zahlen habe ich gesehen. Was, die Kombi? Stand da was, dass ein Kombi gestorben ist, Leute? Ne, dann wäre es rot gewesen. Es war gelb, ne? Vielleicht ist ein Kombi noch auf Mitkämpfen oder so ausgelegt. Ich habe voll Bock, dass wir noch ein paar Meter machen, Leute. Ich will das hinter mich kriegen. Da steht auch eine Tasche. Da ist wieder so eine scheiß Spinne. Boah, da kommt auch wieder ein Mantis. Da ist er, ne? Ich habe ihn gebissen. Also wir haben jetzt eigentlich Aggro. Ich gucke ganz genau. Ich sehe gelben Schaden. Deine Mary. Mary kämpft mit. Sehr schön. Mary kämpft mit. Ich habe halt Angst, die hinten wegzuhängen, die Bären, weißt du? Wenn von hinten was nachspawnt. Ich glaube aber, wir sind alle noch am Leben. Ich mache jetzt Folgendes, Leute. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Und morgen hechten wir dann in einem Atemzug durch. Machen wir so. Wir bleiben jetzt hier und morgen hechten wir in einem Atemzug komplett durch. Bis hinten raus aus dem Lavagebiet. Bis wir fast am Wasserfall sind. Ich muss jetzt aber ganz kurz noch einmal zurückfliegen. Damit ich ganz sicher sein kann, dass wir alle Tiere haben. So, die bleiben jetzt alle hier stehen. Hier mache ich jetzt wieder meinen Flug mit H.
Wie gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, falls ich jetzt hier ein Tier übersehen würde oder so, immer schön mitmachen, Leute. Freut mich nämlich tierisch über dann, wenn mir jemand hilft. Wenn ihr da so dabei seid und mitfiebert, ne? Ich sehe kein verlorenes Tier. Ich glaube, sie sind noch alle da. Ich werde jetzt auch gleich mal in dieses Log reingucken, wo ich sonst noch nie so oft reingeschaut habe. Ist das ein Fremder oder ist es unser hier? Ist unser. Dungbeetle stören uns nicht. Barry, Mary sind da, die Rexe sind da. Passt schon. Passt schon. Ich guck nochmal kurz. Also, kombimäßig sieht's aus. Es sieht auch so aus, als hätten wir nichts verloren, ne, wenn ich ehrlich bin. Die Bären sind wieder auf Position. Die machen hinten zu. Der Rex macht vorne zu. Jetzt erholen sie sich alle mal. Jetzt pass mal auf, wo war denn dieses Ding, was ich da die ganze Zeit immer gesehen habe? Da müssen wir uns auch noch mit beschäftigen. Gruppe, Tag 1. Wir gehen mal da runter. Tag 129. Alderle zähmt einen Paraseher. Was sind das hier alles noch? Stamm verlassen? Nee, Mama, wieso sollte ich mal? Ich habe ja gar keiner. Kontrolle. Person. Ich habe jetzt gedacht, dass ich hier sehen kann, wie hier zum Beispiel. Alderle wurde getötet, ne? Alderle wurde getötet. Alderle hat Baby-Kombi, bla bla bla. Aber ich sehe nichts Rotes, dass was gestorben wäre. Hier. Alderle wurde von Vultur getötet. Pegomastax wurde von Terrorbird. Stammesmitglied Alderle wurde von einem... Das war die Katze, das war der Katzenangriff. Traudel. Alles klar, Leute, ich glaube, wir haben kein Tier verloren. Wir haben keins... es ist keins gestorben, keins verloren. Wir machen morgen weiter. Morgen ziehen wir durch. Komplett ohne Forscouten, alles gut, direkt durchgezogen. Den nehmen jetzt wieder einer mal mit. Bis wir hinten draußen sind aus dem Gebiet. Wir fliegen es einmal kurz vorher ab, wie weit es ist, und dann zischen wir durch. So, ich mache wieder ein Backup von der Stelle ab morgen. Versuchen wir unser Glück. Ich freue mich auf euch. 17 Uhr bin ich wieder da. Bis dann, meine Lieben.